Hey Leute, was geht? Hier ist der Toki, willkommen zum Video. In Battlefield 2042 gibt es jetzt wieder Klassen und jede Klasse hat eine empfohlene Waffenkategorie, mit der man einen Vorteil genießt. Dieser Vorteil ist jetzt nicht so mächtig, dass man ihn unbedingt nutzen muss, aber ganz nett, ihn dabei zu haben, ist es auf jeden Fall. Darum gibt es jetzt hier meine Liste der besten Waffen für jede einzelne Klasse. Beginnen wir mit den Versorgern, deren empfohlene Waffenkategorie sind die SMGs. Mit denen geht das Zurückschalten auf die Primärwaffe schneller, also im Prinzip der Waffenwechsel. Mit Abstand die stärkste Waffe dort ist die PP29. Das Teil ist eine absolute Maschine, die sich vor allen Dingen durch ein großes Magazin, eine schöne Handhabung und ein geiles Schadensmodell auszeichnet. Im Nahkampf könnt ihr damit einen wunderschönen, schnellen und aggressiven Spielstil entwickeln, der seinesgleichen sucht. Ich nenne sie persönlich deswegen auch sehr gerne die Multikill-Maschine. Dabei besitzt sie natürlich die typischen Vor- und Nachteile einer MP. Also auf der einen Seite habt ihr eine hohe Mobilität und auch ein gutes Hüpffeuer, auf der anderen Seite einen leider geringen Headshot-Multiplikator von 1,25. Darum ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr mit ihr spielt, immer an der vordersten Front mit dabei seid. Aber das ist, wenn man Support spielt, sowieso empfehlenswert. Mein empfohlenes Waffensetup für die PP29 blende ich euch jetzt hier im Hintergrund einmal ein. Das werde ich bei jeder Waffe auf dieser Liste so machen. Einfach das Video kurz pausieren und abschreiben. Als Alternative bei den MPs kann ich euch auch noch die P90 ans Herz legen. Die überzeugt vor allen Dingen mit einer brachialen hohen Feuerrate von 900. Ihr könnt die Gegner damit richtig übel umsprayen. Das Ganze könnt ihr noch auf die Spitze treiben mit einem Laser. Damit habt ihr dann das Hüftfeuer des Todes. Ganz ehrlich Leute, Scopen ist ja auch eigentlich etwas für Opfer. Vom Spielstil her müsst ihr sie dann ähnlich spielen wie die PP29, also immer schön in den Nahkampf. Machen wir weiter mit den Pionieren. Hier sind die LMGs angesagt. Als Pionier hat man eine erhöhte Präzision, wenn man sie in der liegenden oder in der geduckten Haltung abfeuert. Empfehlenswert ist hier die Avances. Sie besitzt ein 200-Schuss-Magazin, gepaart mit einem wirklich wunderbar zu kontrollierenden Rückstoß. Das bewirkt, dass man mit ihr einfach übertrieben die Gegner weglasern kann und dabei so gut wie nie nachladen muss. Die 750er Feuerrate gepaart mit einem soliden LMG-Schadensmodell erledigt dann den Rest. Schon seitdem sie im Spiel ist, gehört sie zu meinen absoluten Lieblingswaffen und das wird auch so bleiben. Schon allein, dass man praktisch auf das Nachladen verzichten kann, ist einfach ein enorm großer Vorteil. Es geht eigentlich nie die Munition aus. Das macht sie auch zu einer der anfängerfreundlichsten Waffen im gesamten Spiel. Mit ihr zu spielen ist nämlich wirklich ziemlich easy, gerade auch wegen dem geringen Rückstoß. Da ist die PKP als meine zweite empfohlene Waffe für die Pioniere aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Die hat wirklich ordentlich Rückstoß und es ist auch nicht ganz so leicht mit ihr zu treffen. Allerdings, wenn man es schafft, mit ihr zu treffen, dann wächst dort kein Gras mehr. Eine 800er Feuerrate gepaart mit einem brachial starken Schadensmodell ermöglichen eine Time to Kill, von der man sonst eigentlich nur träumen kann. Von den reinen Stats her ist sie eine der krassesten Automatikwaffen im gesamten Spiel. Aber man muss halt, wie schon gesagt, mit dem Rückstoß klarkommen. Und dafür muss man ein bisschen mit der Waffe spielen. Die wenigsten von euch werden damit gleich zurechtkommen. Die Waffe springt nach rechts oben, das ist wirklich sehr unangenehm. Aber mit der nötigen Übung ist sie zu kontrollieren. Und wenn ihr das schafft, habt ihr praktisch die Tür zum gelobten Land aufgestoßen. Denn von der reinen Time to Kill macht der PKP keiner was vor. Kommen wir zu den Sturmsoldaten, bei denen sind, welche Überraschung, die Sturmgewehre, die Waffenklasse, die unterstützt wird. Man spawnt hier immer mit drei extra Magazinen. Das nach wie vor stärkste Sturmgewehr und vielleicht sogar die stärkste Waffe im gesamten Spiel ist die AM40. Man kann sie wie eine MP spielen, hat dabei allerdings das Schadensmodell eines Sturmgewehrs, also man vereinigt beide Vorteile praktisch miteinander. Eine Zeit lang war sie indirekt genervt, weil sich mit dem Trommelmagazin die Visierzeit massiv erhöht hat. Darum habe ich sie eine Zeit lang, wie auch hier im Video, mit einem 30-Schuss-Magazin gespielt. Diese Änderung wurde allerdings jetzt komplett im letzten Patch 3.2.1 wieder zurückgenommen, von daher ist die Waffe nach wie vor das Nonplusultra. Wenn ihr um euer Leben tryharden wollt, dann einfach AM40 rein und abfahrt. Als vielleicht etwas unbekanntere Alternative kann ich euch die M5A3 in der Schnellfeuervariante empfehlen. Das ist ein Sturmgewehr, das vor allen Dingen viel nach Release gespielt wurde, danach allerdings so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich habe sie in den letzten Tagen wieder vermehrt gespielt und muss gestehen, das Ding ist wirklich verdammt stark. Sie presst halt einfach auch dermaßen schnell die Bullets raus, das ist eine wahre Freude. Natürlich, wenn ihr eher mehr auf weitere Distanzen spielen wollt, dann ist nach wie vor die SFAR wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich möchte mit dieser Liste aber allerdings auch mal einen Underdog eine Chance geben und darum mein Platz 2 M5A3 in der Schnellfeuervariante, die ich euch jetzt hier unten einblende. Machen wir weiter mit den Aufklärern. Wenn ihr mit ihnen spielt, wird automatisch die Luft angehalten, sobald ihr mit einem Scharfschützengewehr ins Scope geht. Dadurch wird das Zielen dann stabilisiert. Ich kann euch hier leider allerdings nicht das beste Scharfschützengewehr nennen, weil die nehmen sich untereinander praktisch gar nichts.
Sie besitzen natürlich alle leicht unterschiedliche Parameter, die machen allerdings nicht wirklich einen Unterschied. Mit einem Headshot macht ihr immer einen One-Shot, außer ihr tut ein komplett aberwitziges Setup drauf. Ansonsten braucht ihr immer zwei Körpertreffer, um einen Gegner zu killen. Ich persönlich bevorzuge die SWS-10 in diesem Setup, aber es geht im Prinzip auch jede andere Sniper. Die einzige Sniper, die aus diesem Schema abweicht, ist die NTW50. Da macht man, glaube ich, bis 80 oder 100 Meter, ich bin mir selber nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall auf eine sehr weite Distanz einen One-Shot auf den Buddy. Damit ist sie vielleicht gerade etwas für Anfänger, die noch nicht so das gute Headshot-Aim haben. Allerdings hat sie natürlich auch wieder Nachteile. Sie braucht extrem lange zum Repetieren und sie hat eine Kugelgeschwindigkeit, die einfach so langsam ist, dass man extrem vorhalten muss. Aber gerade für Anfänger kann sie durchaus interessant sein. Vielleicht deswegen auf Platz 2 die NTW50 für Leute, die halt nicht so das gute Headshot-Aim haben. Um diese Liste hier vollständig zu machen, noch ein paar Worte zur nach wie vor besten Sekundärwaffe, der G57 im Salvenschussmodus. Mit dem erweiterten Magazin und dem Laser ist das Ding dermaßen stark, dass ihr auch ohne Probleme gegen Primärwaffen spielen könnt. Das Allerwichtigste ist allerdings, dass ihr auf den Burst-Modus umschaltet, die Waffe ist standardmäßig auf Einzelschuss eingestellt. Macht das einfach immer, wenn ihr das erste Mal auf einen neuen Server spawnt, dann merkt sich der Server diese Einstellung von euch, auch wenn ein neues Spiel beginnt, und dann funktioniert das Ganze eigentlich reibungslos. Soweit also meine Liste der besten Waffen für jede Klasse. Wie schon gesagt, ihr müsst nicht unbedingt immer die richtige Waffenkategorie spielen, mache ich auch nicht, habt ihr sicherlich auch schon im Gameplay gesehen, allerdings kann man das ja so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dieses Video dient natürlich auch dazu, euch wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, welche Waffen im Battlefield momentan tendenziell die stärksten sind. Wie immer gilt natürlich auch, ich habe die Waffen nicht nur nach der reinen Time to Kill ausgesucht, sondern auch nach ihrer Handhabung, also Magazingröße, Rückstoßkontrolle, Streuung etc. Schreibt mir aber gerne wieder unten in die Kommentare, welche Waffe ihr in dieser Liste vermisst und welche ihr eher weggelassen hättet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, haltet die Ohren steif und haut rein!